Ich meine, ihr mochtet Willem nicht wirklich. Er hat es geliebt, den Kontrollstab einzusetzen. Er hatte so viel Spaß damit, dass seine Frau irgendwann gedroht hat, ihn in den See zu werfen. Ha! Das hätte ich gerne gesehen. Wo wir gerade davon sprechen, wo hat es den Stab her? Hat es viel dafür bezahlt? Oh, Willems Frau hat ihn verkauft, glaube ich. Tja, Vettel! Erinnert euch an irgendwas, vorhin lief? Ich bin mit dem Magier gereist. Ich erinnere mich, dass er viel gereist ist, aber wohin wir gegangen sind, ist eher undeutlich. Ich erinnere mich an große Schlachten gegen viele Menschen vor langer Zeit. Sie waren alle ganz weich und matschig. Und davor? Nein, da sind nur einzelne Bilder. Ich war an irgendeinem dunklen Ort. Die meisten Gulls kommen ja aus dem, wurden halt von Zwergen hergestellt und dementsprechend in den tiefen Wegen unterwegs. Möglich, dass sie da irgendwie verloren gegangen ist. Wie alt seid ihr genau? Ich weiß es nicht. Willem hat immer damit angegeben, dass die Zwerge vor Jahrhunderten aufgehört haben, Golems zu erschaffen. Ich altere nicht wie ihr weichen Kreaturen. Leider ist mein Gedächtnis nicht auch so überlegen. Außerdem passe ich nicht mehr auf, wenn ich mich langweile. Na gut, keine weiteren Fragen. Gut, ich hatte auch fast keine Antworten mehr. Es führt von Zeit zu Zeit gerne eine gute Plauderei, nicht wahr? Ja. Shell stimmt zu, das ist erfreulich. Ich habe schon viele Menschen gesehen. Und es sollte wissen, dass ich zu der Erkenntnis gekommen bin, dass es anders als jeder von ihnen ist. Das freut mich sehr. Danke, Shell. Sagen wir einfach Danke. Es hat doch bestimmt eine überlegene Abstammung, richtig? Irgendeine Rasse aus fleischlichen Kreaturen, die beschlossen hat, ihr genetisches Erbe von den natürlichen Unzulänglichkeiten zu befreien. Natürlich, ich bin von Adel. Oh, das muss es sein. Ich wusste, es muss einen Grund geben, obwohl es doch auch ein Mensch ist. Ich würde es begrüßen, wenn das, was ich gesagt habe, unter uns bliebe. Die Menschen könnten sonst auf falsche Gedanken kommen. Sie könnten glauben, ihre Rasse sei kein vollkommen hoffnungsloser Fall. Das wollen wir auf gar keinen Fall. So ist es. Kann es sich vorstellen, wie grässlich das wäre? Gut. Lasst uns jetzt irgendetwas zu Brei schlagen, bevor es noch denkt, ich sei weich geworden. Das wäre nicht wünschenswert. Na, das wäre es wohl nicht. So, wir haben noch einen Haufen Geschenke, die eigentlich loswerden können. Wenn ich über nachdenke. Für Shale haben wir doch gerade bestimmt diesen Jadestein. Hier. Oh, hübsch. Liliana hat doch bestimmt ganz gerne dieses Bronzesymbol von Andraste. Das ist einfach wundervoll. Ich weiß nicht, was ich... Sag einfach nichts. Hundi, du magst Knochen. Es bringt nichts, aber hier hast du ihn. Du hättest den Frauenrobe. Ich glaube, Sven mochte... Ich glaube, Alistair mochte Figuren, derartige Figuren. Alistair, du magst doch bestimmt so eine Statuette. Daran könnte ich mich Alistair ist von Magie fasziniert, obwohl sein Leben darauf ausging. Er mag seltene Runenstein und Figuren von arkanen Kreaturen. Und Konstitution wurde inspiriert. Das ist doch erfreulich. Und der Rest ist Schmuck. Und Morgan mag Schmuck. Interesse, ja, können Sie jetzt eine goldene Seile als Kette haben. Ich bin euch dankbar. Das ist wirklich aufmerksam.
die einfach nicht drauf klarkommt. So, ich denke, jetzt reicht das mal an Geschenken. Nur 10 für jeden. Wir wollen nicht so Geschenke verschwenden. Stan, wie ist die Lage? Ja? Ach, für dich haben wir nichts gehabt. Oh. Wie ihr wünscht. Alistair. Was benötigt ihr? Frage? Nur zu. Von Grauen Wächtern? In ihrem jetzigen Zustand? Keine Fragen. Was benötigt ihr? Ich glaube, wir haben bereits alles ausgefragt, was die Leute gerade hatten. Liliana? Ja? Mit euch reden? Nun, ich bin hier. Nur noch Geschichten, alles klar. Speichern, dann haben wir schon. Shale. Es spricht. Fragen? Hat es denn nichts Besseres zu tun? Okay, wir haben eine ganze Menge. Wie ist Willem an euch gekommen? Das weiß ich. Willem hat nämlich damit angegeben, wann immer jemand bereit war, ihm zuzuhören. Er hat behauptet, er habe mich in den tiefen Wegen gefunden. In den Ruinen eines Teichs, sagte er, deaktiviert. Und mein Kontrollstab lag ganz in der Nähe. Ihr wisst also nicht, wo ihr dort wart? Ich glaube, ich erinnere mich an eine Schlacht. Das war lange zuvor. Und dann war da nur noch Dunkelheit. Bah! Um es kurz zu machen, nein. Ich erinnere mich nicht, warum ich dort war. Es macht auch keinen Unterschied. Wahrscheinlich eine Schlacht in die dunkle Brut, wo die Zwerge dann wieder Dinge verloren haben. Was hat Willem in den tiefen Wegen gemacht? Das war eine seiner Lieblingsbeschäftigungen. Plündern! Einer der Gründe für seine häufigen Reisen war, dass er nach Eingängen in die tiefen Wege gesucht hat. Nach alten Orten, die Zwerge schon längst vergessen hatten. Und dann hat er sich nach unten geschlichen und nach magischen Schätzen gesucht, bevor ihm jemand zuvorkommen konnte. Gefährlich muss es auf jeden Fall gewesen sein, da unten. Oh doch. Er hatte zwar Zauber, die es ihm erlaubten, verborgen zu bleiben und sich schnell fortzubewegen, aber er hatte keinen Schutz gegen die Verderbnis. Er war immer in Sorge, er könnte krank werden. Wenn dunkle Brut aufgetaucht ist, ist er geflohen. Die häufigsten Kämpfe hatte er mit anderen Plünderern. Zwergen, die verderbt waren. Das hat ihn letztlich auch das Leben gekostet. Immerhin hat er mich ja dort gefunden, richtig? Wenn er euch also nicht gefunden hätte. Ich hätte diesen Narren nicht ertragen müssen und ich wüsste ebenso viel wie jetzt. Ich glaube nicht, dass ich mir dort meiner selbst bewusst war. Anders als im Dorf. Vielleicht war ich es aber doch. Vielleicht war es auch dieser dunkle Ort und ich konnte einfach nicht sehen. Die Frage ist, wie lange ich selbst ohne zu schlafen in der Dunkelheit sitzen und ins Nichts starren könnte. Ich möchte nicht darüber nachdenken. Das ist tatsächlich eine leicht verstörende Vorstellung. Stellt euch vor, ihr liegt einfach rum in einem Raum, wo es so dunkel ist, dass ihr nichts sehen könnt und ihr schlaft nicht. Was macht man da? Nun gut, wisst ihr, wo das gewesen ist? Nein, der geheimniskrämerische Bastard wollte es mir nicht sagen. Ich habe immer wieder gefragt, aber nein. Er hat immer gesagt, wenn ich folgsam wäre und seiner Frau nicht widerspräche, würde er mich eines Tages wieder dorthin bringen, damit ich mich selbst umsehen kann. Dieser verfluchte, verlogene Bastard. Wenn ich seinen Kopf jetzt in meinen Händen hätte, würde ich ihn zerquetschen wie eine riesige Zitrone. Matsch! Okay, lass uns gehen. Dann los! Stell ich ihm zu, wir kriegen mittlere Stärke von ihr, dass es das vorkommt. Neue Frage. Hat es denn nichts Besseres zu tun? Ihr habt also das Dorf Tag und ihr habt am Tag und lang das Dorf Tag und Nacht das Dorf beobachtet. Jahrelang. Kann ich schon wieder nicht reden? Ich habe das Gefühl. Ich schlafe nicht. Also, ja. Und danke, dass es mich daran erinnert. Wenn es möchte, kann es ja versuchen, sich vorzustellen,
wie es ist, ausschließlich von langweiligen Bauern umgeben zu sein, die es nicht wahrnehmen. Ja, das klingt, als hättet ihr eine voyeuristische Ader. Ach ja? Es war natürlich ungemein spannend, in allen Einzelheiten zu erfahren, wie der junge Dornen das ganze Dorf beschämt hat, indem er einen Hut aus Orlais gekauft hat. Oh nein! Und dieser Streit erst, den die beiden dreckigen Bauern einen ganzen Sommer lang über den Gerstenpreis führten, sehr aufregend. Ich verstehe. Und dann erst diese Vögel. Das ganze Dorf war voller Tauben und Krähen und Spatzen, die Tag für Tag auf mir herumgesessen haben. Das Vogelproblem. Ich habe kein Problem. Das ist eine vollkommen normale Reaktion, wenn man ständig belästigt wird. Ich konnte mich nicht wehren. Diese dämlichen Dorfbewohner haben um mich herum Vogelfutter verstreut, um die Vögel anzulocken. Sie fanden es nämlich reizend, wie die Vögel auf mir herumgesessen haben. Reizend! Hätte mich nicht von Zeit zu Zeit eine freundliche Seele gereinigt, dann hätte ich... Ich will nicht mehr darüber sprechen. Scheiße, er ging minus 13. Das war ein bisschen zu krass. Kurz laden. Es spricht. Auf Frage. Hat es denn nichts... Waffe beobachtet, wenn ja. Wenn es möchte, kann es ja versuchen, sich vorzustellen... Ja, das stelle ich mir schrecklich vor. Und dann erst diese Vögel. Das ganze Dorf... Ja, klingt widerlich. Diese dämlichen Dorfbewohner haben um mich... Hätte mich nicht... Ich will nicht mehr... Okay, jetzt stimmt es zu, wo wir zugestimmt haben. Minus 13, das können wir natürlich nicht hinnehmen. So, morgen. Hat die was Neues zu melden? Ja? Nicht wirklich, oder? Ihr steckt wirklich voller Fragen. Ja? Persönliches? Wir lagern. Es kann also gerne auch gleich sein. Schon gut. Okay. Nein, noch nicht. Noch nicht. Diese Fähigkeit kann hier nicht verwendet werden. Wer hat das gedacht? Köter. Und in Ruhe lassen. Ja. Gut, ich kriege jetzt mal den echten Spielstand hier an. Nur um ganz sicher zu gehen, dass nichts nach hinten losgeht. Nennen wir das Lager von mir aus. Gut. Hat Stan eigentlich schon eine Spezialisierung? Stan hat noch keine. Kann Stan eigentlich überhaupt eine haben momentan? Aber wann kriegt man die? Stufe 9, 8, 7. Man kriegt die also auf Stufe 8. Okay, Alice hat von Anfang an eine gehabt. Morrigan hat von Anfang an eine gehabt. Die haben wir gewechselt. Na gut, dann wird er ein bisschen Erfahrung brauchen. Dann speichern. Weltkarte. Wen nehmen wir denn mal mit? Können wir überhaupt ohne Morrigan aus dem Haus gehen? Holen wir mal Shale, ja. Stan ja. Und Liliana. In der Tat. Weil wir einen Schurken brauchen. Und ich würde sagen, unter diesen Umständen gehen wir dann mal zum Hafen des Kellnazis. Wir gehen zuerst einen Zirkel bereinigen, weil da zur rechten Auflösung gerufen wurde. Wer will uns jetzt hier ärgern? Blinden Hunde! Deine Atem ist nicht. Ach du Scheiße, wie viele Fallen sind hier? Wir hätten niemals ohne Morgan aus dem Haus gehen sollen. Ja,
Du brauchst mal Wundumschläge hier, Stan. Gib dir einen. Okay, Shell kann Dinge. Shell bedroh Leute. Und verhöhne Leute. Lock sie alle auf dich. Kampf ohne. Stan, du brauchst einen echten. Liliana kann auch wieder welche gebrauchen. Nein, lass das. Und Schwachen. In Ordnung. Das Beben, zu geringe Ausdauer. Das auch noch. Also der Moduswechsel würde jetzt erstmal nichts bringen. Aber gehen die Pulver sind Schläge. Bei nächstem besten Gelegenheit kannst du dann ja ein bisschen Dinge tun. Ich bin erfreut. Oh fuck, jetzt kriegt Shell gerade aufs Maul. Funktioniert ein Wundumschlag bei ihr überhaupt? Okay, scheinbar schon. Warum verstehe ich nicht? Muss ich auch gar nicht. Los, vergießen wir ein wenig Blut! Au, oh, au, oh, nein, nein, Mistvieh! Beben! Verbündeten genauer im Auge zu behalten. Ich glaube, ich wurde unter einem Felsbrocken begraben. Okay, Shell hat gerade alle getötet bei der ganzen Aktion. Wie ihr wünscht. Merken wir uns das. Ich hätte gerne einige Verbände. Na, brauchst du nicht. Ich habe den Kampf glauben, also dass gewonnen. Es mich niedergeschlagen stand hat. Auf Messers Schneide. Seht nur, wie ich ihr habe wünscht. Mir einen Nagel abgebrochen. Der ganzen Fall ist eine gute Idee. Ja, natürlich. Ich werde es tun. Weil die Erfahrung geben, wenn wir den schärfen. Eine Falle. Direkt vor uns. Bleibt alle stehen. Aber gern. Kurz mal mitnehmen. Da ist noch eine Falle. Erfahrungspunkte. Ich mag Erfahrungspunkte. Ich werde es tun. Es gilt schon als entschärft, sobald wir die angefasst haben. Also müssen wir gar nicht mehr liegen bleiben da. Gut, ich glaube, die hat einer von uns ausgelöst. Warnung, diese Gegend wird von Blindenhunden heimgesucht. Ach was. Vorsicht, es wurden Blindenhundfallen aufgestellt. Nach Sachen gibt's. Hätte ich so nicht gedacht. Okay, gehen wir weiter zum Hafen. In Ordnung. Gut, wir können uns mal kurz eine Verletzungsausrüstung geben. Und Liliana wird dann kurz mal. Wir schenken den Hund kurz mal weg. Damit wir kurz mal Liliana wegschicken können. Nehmen wir stattdessen Alistair kurz mal rein. Dann wechseln wir wieder durch. Dann nehmen wir Liliana mit. Und Shell kann erstmal Morgan gegenüber weichen. Denke ich mal. Und das müsste Shell auch gelevelt werden. Dann nehmen wir es mal so an. Seht ihr den Turm? Die Aussicht von ganz oben muss großartig sein. Das muss sie wohl. Ah, hier ist eine Deserteure von den Blackstone-Frascherlern. Frascherlern. Ey. Ja? Ich bin dann der Blackstone-Frascherler hier. Oh, worum geht es? Das klingt nicht sehr desertierend, das klingt so, ja? Ich habe gehört, ihr hättet der Gilde Vorräte gestohlen. Oh, ich verstehe. Tauran muss euch geschickt haben. Ich werde mich nicht vor einem von Taurans Handlangern rechtfertigen. Männer, zu den Waffen! Okay. Da gibt's offenbar irgendwelche internen Probleme. Die sind alle so begierig auf Sterben, nicht wahr?
Hey, wo bleiben unsere präzisen Schläger? Und guck mal, was sind wir noch schlingen? Löscht sie aus! Auslöschung ist ein gutes Stichwort. Stirb. Hundi. In Ordnung. Sagt der Hundi. Genau so wird es geschehen. Da ist ein einzigartiges Boot, das du anpinkeln kannst. So, jetzt kämpft der Hund hier besser. Speichern. Vorratsbündel, Verletzungsausrüstung, das ist immer nett. Irgendein hässlicher Helm. Irgendein hässlicher Dolch. Ich bin mir sicher, eure Brillanz wird mich überwältigen. Du Wichser. Nö, ansonsten haben wir gerade nichts für ihn. Ja, komm, gib die Flasche her. Die schleppen wir mit uns rum. Ey. Ihr seid der graue Wächter, nicht wahr? Ich hatte gehofft, euch zu begegnen. Gibt's eigentlich irgendjemanden, der nicht weiß, wer wir sind? Eine Gemeinschaft von Magiern, die ihr Leben ohne die ständige Kontrolle durch die Kirche führen möchten. Verstößt nicht gegen die Gesetze der Kirche? Ich versichere euch, dass wir niemandem schaden und die Gesetze der Kirche befolgen. Alles, was wir wollen, ist ein Leben außerhalb des Schattens der Templer. Hier neben mir findet ihr, wie in jeder anderen größeren Ansiedlung auch, einen unscheinbaren Sack, der Anliegen von Magiern aus dem ganzen Land enthält. Sie alle brauchen die Hilfe von jemandem, der fähig und diskret ist. Gibt mir einen großen Tempel aus, ich werde die Anliegen mal ansehen. Ich danke euch sehr. In jeder größeren Ansiedlung findet ihr einen unserer Vertreter, der bereit ist, euch im Namen der Gemeinschaft für erledigte Aufträge zu entlohnen. Der Erbauer möge auf euch herablächeln. So, zeig her die globale Anschlagtafel. Aber selbstverständlich. Höret meine Worte und gehorcht. Da meine Mächte, da meine Kräfte, die Kräfte von Krebula stehen, Epitheton schwinden, muss meine Verbindung zu den mystischen Orten, die ich hinter mir gelassen habe, wiederhergestellt werden. Ihr, der Empfänger der Nachricht, werdet an diesen Ort reisen und dort nach meinen persönlichen Siegeln suchen, um ihre verborgenen Kräfte für mich freizugeben. Ihr findet diese Orte mystischer Macht in den ältesten Gebieten der Welt, dem Brasilienwald, den tiefen Wegen, dem Herzen Denerims und nahe dem Fundament des Turms des Zirkels. Okay. Die Aktivitäten der Malefikare vor meiner Türschwelle sind nicht unbemerkt geblieben, weshalb ich nun selbst in Gefahr schwebe, vor die Templer geschleift zu werden. Einige Herumtreiber behaupten, sie hätten beobachtet, wie ich verbotene Künste ausgeübt hätte und sind aufgebrochen, um der Kirche Bericht über meine angeblichen Taten zu überbringen. Ich bitte die Gemeinschaft der Magier, diese falschen Zeugen aufzuspüren und sie um jeden Preis aufzuhalten. Sie sind entlang der Straße von Lothering nach den Rim gereist. Sollten sie dort eintreffen und sie werden ihre Lügen mein Schicksal besiegeln. Okay, ist mir doch egal, ob es wirklich bist oder nicht. Im Leben jedes jungen Magiers kommt einmal der Zeitpunkt, an dem er aus dem Schatten seines Meisters heraustreten muss. Für meine drei jungen, unbedeutenden Schüler ist dieser Zeitpunkt nun gekommen. Derjenige, der meine Bitte erfüllt, nimmt es auf sich, meinen Schülern ihre zweifelsohne im Unklaren über den Inhalt des Dokumentes sein werden, Glückwunschschreiben zu überbringen. Die Namen der Schüler sind Starrick, Alina und Chief. Chef. Ich habe sie umsichtigerweise von meinem Aufenthaltsort fortgeschickt, sodass sie diese Schreiben an einem öffentlichen Ort entgegennehmen können, wodurch die Sicherheit meines Kuriers gewährleistet ist. Ihr findet zwei von ihnen in Denerim, der dritte beschafft ein seltenes Objekt aus Orsama. Und bitte seid feinfühlig, ich möchte nicht, dass ihre Gefühle verletzt werden. Er entlässt also seine Schüler. Meine schlimmsten Befürchtungen sind wahr geworden. Eine Bande teuflischer Malefikare vollzieht ihre ruchlosen Rituale in nächster Nähe meines eigenen Heiligtums. Das kann ich nicht hinnehmen. Ich, Yubasto, werde denjenigen belohnen, der diese Teufel aufspürt und vernichtet, bevor sie ihr Übel ausbreiten und unerwünschte Aufmerksamkeit der Templer oder Dämonen auf meine Umgebung ziehen. Reist in den Brasilienwald und vernichtet diese Gotteslästerer, Deus Volt. Eine Katastrophe! Ich war derart mit persönlichen Projekten beschäftigt, dass ich es versäumt habe, grundlegende Zutaten für meine Kräuterarzneien zu sammeln, mit denen ich meinen Verstand für die andere Welt schärfe. Ah, Drogen. Ohne sie bin ich am Ende. Am Ende! Ich werde denjenigen, der mir 10 Bündel Tiefenpilze bringt, demütigst entlohnen. Mit ihrer Hilfe könnte ich meine Suche nach Erleuchtung mit klarem Verstand und weniger auf Anfällen von Schläfigkeit und Magenverstimmung fortsetzen. Möge derjenige, der mir diese Bitte erfüllt, für seine edle Selbstzutat mit Reichtümern und der Liebe des Erbauers überhäuft werden,
Er bringt mir nicht weniger als die Erlösung. Er möchte also richtig krassen Stuff haben. Haben wir Stuff? Schön, euch wiederzusehen. Schön, euch haben wiederzusehen. Wir sind so Säcke. Elfenwurzeln. Elfenwurzeln. Klopf, klopf. Die verwöhnte Prinzessin aus dieser Taverne. Liana. Ein Liebesbrief und Pfeile. Wird man es Liana noch heile? Nein. Irgendwie nicht geklappt. Wir müssen selber ins Lager zurückkehren, damit es funktioniert. Meine geliebte Virginia Helena Echtade betrifft zerrissenes Mieder. Beigelegt findet ihr 7 Silber und meine tief empfundene Zerknirschung ob des besagten Mieders. Ich weiß nicht, ob es die Kälte der Meeresgisch in meinen Haaren war, der Verlust meines Lieblingshemds, das Bocken des Hengstes oder vielleicht die Mühsal, all diese Elemente unter Kontrolle zu halten, während ich für euch ein Porträtmodell saß. Jedenfalls war ich nicht mehr ich selbst. Ich hoffe, ihr könnt mir vergeben und nehmt es nicht auf euch, nun ganz ohne Hilfe euren Weg durch diese schnöde Welt zu finden. Auf ewig, euer Sir Revival Grusman. Ah. Was gibt's? Was starrt ihr so? Kann ein Mann nicht in Frieden trinken? Ich bin Batman. Missmutiger. Überteuertes Gesöff. Geht. Nur 2 Leute hier. Larana. Guten Tag. Keine Relevanz. Wirt. Guten Tag und willkommen in der verwöhnten Prinzessin. Kann ich euch irgendetwas bringen? Warum heißt die Taverne zur verwöhnten Prinzessin? Die Idee hatte mein Vater. Er war vor mir, der Wirt hier. Damit ist meine Schwester gemeint. Sie war seine kleine Prinzessin. Die Prinzessin beschloss eines Tages, dass ihr das Landleben zu langweilig war und zog nach Dannerim. Glanzvoller, meinte sie. Sie wurde ermordet aufgefunden. Und alles, was ihr mein Vater von seinem sauer verdienten Geld gekauft hatte, hatte man ihr geraubt. Oh. Mein Vater starb an gebrochenem Herzen. Meine Mutter hörte auf zu essen. Und ich erbte den Laden. Der Name ist geblieben. Ende der Geschichte. Ich verstehe. Natürlich. Was hättet ihr gerne? Hat sich für sowas dann mitgenommen? Wundumschläge müssen prinzipiell mitgenommen werden. Das ist die grundlegende Regel, der wir folgen. Ja, kommen die 2 Verletzungsrüstung auch noch. Aus diesen Dingen können wir uns mal kurz was herstellen. So, gib das her. Dann können wir noch ein paar Flaschen mitnehmen. Nicht so viele. 16 reichen. So. Rezepte, die irgendwas bringen, oder nö. Wir können theoretisch den ganzen Kram loswerden. Da können wir schauen wir mal ganz kurz. Der Dolch, ich wäre gerade 2 Tacken bei ihm wert, wenn wir den Gürtel anlegen. Willkommen zurück in der verwöhnten Prinzessin. Natürlich. Wir kriegen keinen einzigen Cent oben drauf. Vielleicht kriegen wir trotzdem irgendwie doch so ein Bonusgeld, ich weiß es nicht. Was können diese Kristalle theoretisch loswerden? Aber wir behalten die erstmal. Kirchenrobe können wir auch nur behalten. Den Gürtel behalten wir selbstredend. Und der Rest kann eigentlich auch. Diese komischen Blindenhundfälle können alle zu Teufel fahren. So, weg damit. Weg damit. Ansonsten nix. Pfeil hätten wir noch verkaufen können. Egal. Wir legen wieder unseren Konstitutionsgürtel an. Bin glücklich. Finde es schade, dass er keine Tasche zur Hand hatte, die wir hätten kaufen können. Und gehen raus. Kester, mit dir haben wir noch nicht geredet. Da brat mir doch einer einen Storch. Was macht denn eine hochstehende Person wie ihr hier? Woher weiß er das denn? Seid ihr ein Magier? Ich wollte sehen, ob hier noch jemand wohnt. Ich möchte über den See zum Turm.
da habt ihr aber Pech. Seit Tagen darf niemand mehr über den See. Ich bin der Fährmann. Zumindest war ich das mal. Armer, alter Käster, arbeitslos. Komm mal, warum? Ja, warum ist eine gute Frage? Ich hab keine Ahnung. Mir sagt keiner was. Gregor kam her und sagte, sorget euch nicht, Käster. Unter Kontrolle, wir alles haben, tun. Sonst hat er nichts gesagt. Und dann hat der Carol das Kommando über mein Boot Lissy gegeben. So hieß meine Großmutter. Ah, und wer ist Gregor? Der Kommandant der Templer drüben im Turm. Ein guter Mann. Ist mit dem Turm also irgendwas nicht in Ordnung? Wie gesagt, mir hat keiner was erzählt. Und so wie ich die Magier kenne, halte ich mich aus ihren Angelegenheiten auch besser raus. Ich würde ja vermuten, dass es irgendwas mit Magie zu tun hat. Aber im Turm hat alles irgendwas mit Magie zu tun. Ihr lebt doch ganz in der Nähe, wir könnten nichts wissen. Sehe ich aus wie ein Templer? Oder ein Magier? Warum sollte mir jemand was erzählen? Plausibel genug. Nun, danke für die Hilfe. Zu freundlich. Leute wie ihr behandeln unser einen selten so zuvorkommend. Hey, ihr wollt nach dem alten Käster sehen, stimmt's? Was denkt ihr über den Zirkel? Für die Magier ist das sicher eine gute Sache. Sie sind alle zusammen und können einander ordentlich Magie beibringen. Ich weiß, was man über Magier sagt, aber der Erbauer hat auch für sie eine Bestimmung. Und wenn ihr ihm nicht traut, wem dann? Woher zum Henker weiß eigentlich, dass wir adelig sind? Unfasslich. Nun, kennt ihr den Kommandanten Gregor gut? Nein, kann ich nicht sagen. Ich darf froh sein, wenn er sich mal mit mir abgibt. Der erste Verzauberer ist ganz in Ordnung. Sehr höflich, aber etwas abweisend, wenn ihr versteht. Gregor dagegen wechselt immer ein paar Worte. Er will wissen, was das Volk denkt. Gregor ist wirklich eine Respektsperson. Dann muss gehen, Käster. In Ordnung. Passt auf euch auf. Gut, Hundi. Wenn wir schon mal hier sind. Siehst du irgendwas Interessantes? Ein Brief an jemanden in High Ever. Liebe Heather, wie geht es dir? Und wie geht's dem Vater? Das ist ein langer Brief. Okay, egal. Wir haben angefangen, wir bringen es zu Ende. Und wie geht es Vater und Mutter? Ich weiß gar nicht, warum ich das frage. Wurde mir doch schon vor Jahren gesagt, dass ich es nicht ihr Kind bin. Du bist jetzt nur eine einzige Familie und ich danke dem Erbauer, dass ich genug Liebe und Mut in dass genug Liebe und Mut in dir wohnt, um mich Schwester zu nennen. Ich freue mich für dich und bin überglücklich ob deiner baldigen Hochzeit. Sei gesegnet. Du hast dir sich einen guten Mann ausgewählt. So jung und so schon Besitzer eines eigenen Grunds. Bald wirst du selbst eine Familie haben. Oh Heather, ich beneide dich. Aber vielleicht muss ich dich nicht mehr lange beneiden. Wir haben gehofft und gebetet und jetzt scheinen sich die Gefängniszellen endlich zu öffnen. Den meinen ist viel Ungerechtigkeit widerfahren und das konnte der Erbauer einfach nicht ewig mit ansehen. Im Turm wird sich etwas verändern, das spüre ich und ich bin aufgeregt und auch verängstigt. Ich weiß nicht, ob ich dir wieder schreiben kann, liebe Schwester, aber keine Sorge, wenn alles gut geht, stehe ich dir vielleicht schon bald persönlich vor deiner Türschwelle. Oh, ist noch was Interessantes? Nichts, alles klar, weiter geht's. Na gut, wir können speichern und dann labern wir mit dem Templer hier drüben. Carol.